This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. In dem Video heute wollte ich mal auf meine Ernährung eingehen, die ich vor meinem Thailand-Aufenthalt hatte, während meinem Thailand-Aufenthalt und jetzt danach wieder, wo ich wieder in Deutschland bin. Also für die, die es nicht wissen, ich war im Winter, das war vom 14.01. bis 14.04., genau 3 Monate in Thailand. Das habe ich jetzt, also die letzten 4 Jahre war ich jetzt immer im Warmen so. Letzten 2 Jahre in Thailand, davor mal in Nicaragua, Costa Rica und das Jahr davor in Thailand auch, aber da war ich nur 1 Monat. Jetzt die letzten 2 Jahre war ich 3 Monate im Warmen in Thailand eben. Und ja, ich wollte nur mal auf die Ernährung eben eingehen, wie die sich bei mir geändert hatte. Und zwar war es bei mir so vorher, war es auch so, haben viele in den Videos, habe ich dann auch zu hören bekommen, dass ich so schlecht ausschaue. Und das war eben, vorher hatte ich so eine Phase, da habe ich 2, 3 Monate, da wollte ich eben auch nochmal in so tiefere Prozesse reingehen, da habe ich 2, 3 Monate lang nur Gurken, Tomaten und Äpfel gegessen. Auch getrocknete Tomaten ohne Salz. Genau. Die habe ich aber dann eingeweicht eben vorher kurz und so drüber. Ich habe mir dann oft Gurkennudeln gemacht, Tomatenstückchen und getrocknete Tomatenstückchen eingelegt, ein bisschen drüber. Genau. Das war so mein Haupt. Ja, das war mein Essen halt für 3 Monate so. Und das war eben vor Thailand, also Oktober, November, Dezember habe ich im Prinzip so gegessen. Und wenn man so wässrig isst, wenn man kein Fett zu sich nimmt, dann wird einfach nochmal eine viel stärkere Reinigung ausgelöst. Also wenn ihr noch nicht so viel von mir an Videos gesehen habt, was das anbelangt, dann schaut euch mal die Playlist auf meinem Kanal an. Ich verlinke sie auch mal in der Infobox. Der Rohkostreinigungsweg. Da könnt ihr mal die ganzen Videos durchschauen, da erkläre ich das genauer. So, und jetzt habe ich da aber vorher praktisch nur wässrige Früchte. Äpfel habe ich gegessen, also ich habe nur regional gegessen. Ja, von den Bauern. Gurken, Tomaten, Äpfel. So, Topaz-Äpfel, genau. Und habe das eben 2, 3 Monate gemacht. Und dementsprechend kommt dann viel hoch. Dann braucht man in der Phase viel Schlaf, sehr viel Schlaf, weil Schlaf ist wie eine Werkstatt, sag ich mal. Während dem Schlaf kann der Körper sich regenerieren und wenn man in Heilungsphasen ist, braucht man teilweise sehr viel Schlaf. Ansonsten, wenn der Körper da dann wieder raus ist und nicht mehr so belastet ist mit leichterem Essen einfach, dann braucht man so wenig Schlaf, ein paar Stunden reichen. Also ich hatte manchmal Phasen während dem Fasten, wo ich 4 Stunden geschlafen habe und topfit war, 7 Stunden irgendwie rumgelaufen durch den Weinberg, egal was. So. Und so habe ich mich eben vor Thailand ernährt. Und dementsprechend kam da viel hoch, deswegen sind mehr die Augenringe gekommen, deswegen sind die Nieren dann viel mehr belastet in der Phase natürlich. Ich meine, beim Fasten schaut man auch nicht gut aus, das ist aber nur, weil alter Mist hochkommt. Umso reiner der Körper ist, umso besser schaut man auch beim Fasten aus, umso ja, später kommen da dann erstmal mehr Entgiftungen, umso leichter fällt einem das Fasten, umso besser kann man sich ernähren. Ja. Und als ich dann in Thailand war, da habe ich dann wieder angefangen, Kokosfleisch zu essen. Das junge Kokosfleisch ist jetzt nicht ganz so fettig wie das ganz feste hier von den braunen, von den alten Kokosnüssen, was man in Deutschland bekommt. Aber es ist halt trotzdem Fett drinnen und es ist was ganz anderes. Also es ist einfach eine viel stärkere Sättigung. Und dementsprechend ging die Entgiftung auch in Thailand zurück. Das ging trotzdem weiter, die Entgiftung in Thailand so. Bei mir während den 3 Monaten. Aber es ist eben einfach angenehmer geworden, es ist nicht mehr so stark gewesen. Und ja, also mein Hauptnahrungsmittel war in Thailand Wassermelone und das junge Kokosfleisch eben und das Wasser von jungen Kokosnüssen. Und noch, was ich noch relativ viel gegessen habe, waren, das sind solche Apfelbananen, nennt man sie. Die haben noch richtig Kerne. Die sind richtig reif, die schmecken ganz anders, also wirklich so ein bisschen apfeligen Geschmack und schmecken total lecker und kann man auch, ja, also die normalen Bananen esse ich eigentlich nicht mehr, die schmecken mir nicht mehr, die sind irgendwie, ja. Und ansonsten habe ich da auch andere Früchte, habe ich halt mal probiert, mal eine Mango oder so, aber Monomahlzeiten konnte man damit nicht machen, Papaya habe ich noch manchmal gegessen,
eine Menge öfters, genau. Aber also als Hauptding war eben dann Wassermelone, junge Kokosnüsse und diese Bananen. Genau, die Bananen phasenweise mal nicht, manchmal schon. Ja, und dementsprechend ging es mir auch wieder besser in Thailand, viel besser so. Also weil einfach nicht so viel Altes hochkommt, klar. Aber ich habe dann auch gemerkt, so nach 2 Monaten hat es angefangen, dass dann wieder sich ja, Ablagerungen im Körper gebildet haben. Und ich habe so langsam gemerkt, wie der Körper so langsam ein bisschen anschwillt. Und das hat sich schon unangenehm angefühlt, wo es dann am extremsten war. Also so nach 2,5 Monaten, da habe ich dann auch wieder weniger Kokosfleisch gegessen. Weil das war mir dann einfach zu viel. Dann sind die Backen wieder aufgegangen, dann hatte ich so richtig Hamsterbacken. Und ich habe den Körper einfach nicht mehr so gespürt. Also es war einfach nicht mehr angenehm. Für andere war ich dann normal vielleicht mal vom Gewicht, aber das war einfach, ich habe mich nicht gut gefühlt so. Und deswegen habe ich dann einfach wieder weniger davon gegessen, weil es hat mir einfach nicht gut getan. Ich habe meinen Körper nicht mehr so gespürt, ich war lethargischer, ich war mehr rumgelegen. Genau, da wurde es mir dann einfach zu viel und da habe ich dann wieder weniger davon gegessen, dann ging es mir auch wieder besser so. Und jetzt auch, wo ich wieder in Deutschland zurück bin, jetzt habe ich auch, also im Moment ist es Tomaten, also im Moment esse ich gar keine getrockneten Sachen irgendwas, sondern nur Tomaten, Gurken und Zucchini bin ich irgendwie jetzt auf den Trichter gekommen. Im Moment habe ich einfach Lust auf Zucchini, im Moment spiralisiere ich mir oft Gurken, Zucchini und Tomatenstückchen drüber dann, genau, oder Äpfel esse ich noch, genau. Leider nicht mehr saisonal gerade, aber ja, so ein paar, weil es einfach kräftiger ist, weil es dichter ist und manchmal, ja, brauche ich dann was Dichteres, noch so ein bisschen zum Bremsen, genau. Und so schaut es jetzt eben wieder aus und jetzt kommen auch wieder mehr Sachen dann wieder hoch. Ich habe gemerkt auch, wie ich wieder fitter wäre, wie ich wieder agiler wäre und wie ich wieder Lust habe, mich viel mehr zu bewegen, genau. Und ich wollte hier eben nur nochmal auch diesen Hintergrund erwähnen. So klar schaut man dann besser aus, wenn man da wieder was Fettiges isst, wenn man da wieder dichtere Sachen isst. Aber das ist einfach nur, weil dann was Altes nicht mehr hochkommt. So. Phasenweise halte ich es auch für gut, mal durch diese Reinigungsphasen durchzugehen. Dann schaut man in der Zeit halt nicht gut aus. Danach ist man das wie ein Raupe und Schmetterling. Das braucht seine Wandlungsphase, das ist eine Metamorphose und das braucht einfach seine Zeit. Ja, aber die Erfahrung wollte ich euch nur mal schildern. Und es ist auch so, dass man da reichen dann oft schon geringste Mengen Fett irgendwann so. Ich habe dann so gemerkt, diese 3 Monate, wo ich vorher gar kein Fett gegessen habe und jetzt auch wieder gar kein Fett. Dann wenn ich nach einem Monat oder so, habe ich dann, beziehungsweise an Weihnachten im Dezember war das dann davor, da habe ich es dann wieder gebraucht, da habe ich dann gespürt, dass ich jetzt was, das wird mir gerade zu viel. Und dann reicht einem irgendwie eine halbe Handvoll Mandeln mal. Ja. Und das reicht dann, dann bist du plötzlich wieder für 2 Wochen gut gelaunt, weil dann nichts mehr hochkommt, so stark einfach. Und dann schon isst du wieder so ein bisschen. Und so kann man damit spielen, je nachdem, in was für einer Phase man gerade ist, je nachdem, ob man auch gerade, ich sag jetzt mal, Leistung erbringen muss oder ob man gerade ja, in der Arbeit eingebunden ist, kann man das Ganze, diesen ganzen Entgiftungsprozess steuern. Ja. Und dazu schaut euch halt, wie gesagt, einfach mal die Playlist Rohkostreinigungsweg an. Genau, aber so viel einfach mal zu meiner Erfahrung so vor, während und nach Thailand. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter, damit er es besser einordnen kann, wie das mit dem Steuern und Regulieren funktioniert. Und dann kann man das eben noch einfach, diese Ausleitung von den Giften unterstützen durch Saunagänge, Trockenbürsten, Einläufe eben natürlich, ja einfach durch die Haut schwitzen, leichte Bewegung, moderate Bewegung, damit der Lymphfluss in Gang kommt. Genau. Das ist natürlich auch immer zweischneidige Sachen. Man muss schauen, dass man die Entgiftung dabei nicht zu stark ankurbelt. Deswegen nicht übertreiben, gerade mit Sport, sondern moderat. Aber leicht bewegen ist schon wichtig. Einfach mal einen Spaziergang machen jeden Tag. So. Einfach nur mal ein kleines Stück laufen. Harmonische, freudige Bewegung. Genau, das war's soweit. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.